So, herzlich willkommen bei einer neuen Folge zu Shadow of the Colossus. In der letzten Folge haben wir diesen überaus coolen... Ja, was war das überhaupt für ein Typ? Ich weiß gar nicht. Sah auch aus wie so ein Minotaurus, weißt du? So wie der allererste, den wir gehabt haben. Die waren ja ähnlich. Vielleicht waren das ja Brüder. Der war cool, der Fight. Der war richtig geil. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und jetzt müssen wir nach hier hin. Okay. Okay. Und zwar müsste es, glaube ich, so eine Schlange sein oder schlangenartiges Wesen, das irgendwo unter einem See lebt. Also ich weiß nicht, ob wir da hin müssen, dann kommt das irgendwie aus dem See raus oder ob wir irgendwie in so eine unterirdische Kammer müssen, keine Ahnung. Lass mich mal überraschen. Ich stehe mal an hier über die Brücke, oder? Ja, ich glaube, kann ich trotzdem umgehen. Über die Brücke. Hier haben wir den zweiten Boss, bekämpft. Quadratus. Auch ein cooler. Ich muss sagen, ich finde die ganzen... Boah, das wert. Ich finde diese ganzen Boss-Areale sehr cool, oder? Die sind sehr, sehr weiträumig. Sehen cool aus. Einer war ganz oben. Der hier ist direkt am Strand. Dann der eben in so einer Art Arena. Ich finde, die sind immer sehr cool gemacht. Die sind nicht einfach so auf der Wiese, weißt du? Das ist schon ganz geil. Okay, jetzt muss ich, glaube ich, hier in die Ecke. Check nochmal kurz. Ja. Ist die Frage. Hier wahrscheinlich durch. Man braucht meistens auch nicht zu lange für so einen Koloss. Weißt du, meistens brauche ich immer so 25 bis 35 Minuten insgesamt. Natürlich mit Fotomodus und so weiter. Ne? Ein paar Screenshots machen. Ja, ich weiß nicht, ob sich die Echsen wirklich lohnen. Ich habe das kaum gemerkt, dass ich da mehr Stamina bekommen habe. Das war irgendwie ganz minimal nur. Ich weiß es nicht. Hä, hier waren wir schon. Noch ein bisschen Sonne. Da, in der Ecke. Okay. Warte mal. Frage... Komm raus. Frage ist, ob ich hier außen rum gehen muss oder wo meinen die? Hier kann man so ein bisschen außen rum reiten, guck mal. Weil hier haben wir ja den dritten gekämpft, diesen, wie hieß er nochmal? Gaius oder so? Gaius, glaube ich. Der Ritter. Pass auf. Kommt man hier, ja, kommt man hier irgendwie außen rum? Oh, diese, das Pferd ist ganz, ganz merkwürdig. Nee, hier sind wir doch falsch. Warte mal. Es hat wieder keine Sonne. Warte mal ran. Hier waren wir ja falsch. Okay, ich finde, das Schwerste ist eigentlich fast immer sogar der Weg dahin. Dahin. Warte mal. Ich will mal nur mal kurz was das checken. Entweder wir gehen jetzt hier den Weg mit dem Pferd lang. Oder... Guck mal, hier ist so eine Einbuchtung, oder? Aber ich glaube, tauchen können wir nicht, oder? Nee. Ist aber auch geil, dass die Kamera unter das Wasser geht. Finde ich sehr cool. Hier komme ich gar nicht weiter, oder? Hier komme ich gar nicht weiter. Dann wahrscheinlich doch hier lang mit dem Pferd. Wäre auch ein bisschen merkwürdig gewesen, wenn der direkt hier wäre, ja, bei dem anderen Koloss hier oben. Ja, das ist jetzt Koloss Nummer 7? 7, oder? Eben war es 6, glaube ich. Okay. Agro. Gut. Ich schätze mal, wir kommen jetzt gleich irgendwo hier außen rum. Oh, come on! Also wirklich! Mann!
hoffe, wir kommen jetzt hier wirklich an. Wir sind Eidechs, aber mit einem schwarzen Schwanz. Oh, die Rassisten hier. Nur die mit dem weißen Schwanz sollen wir umbringen. Das sind ja die Gleichberechtigung. So, ja, sieht doch schon mal ganz gut aus. Warte mal, warte. Nur kurz gucken. Ach, come on. Wo ist die Sonne? Die Frage, ne? Wo ich hier muss, ob ich jetzt... Warte mal, hier ist ein bisschen Sonne. Ich guck mal kurz. Ah, come on. Das Pferd ist mir zu dämlich. Ich mach das so. Das braucht so lange, bis es mal stoppt. So, okay. Okay. In die Ecke da, das heißt, wir gehen schon richtig. Agro. Also ich nehme an, wir sind hier richtig. Okay, hier ist wieder Wüste, da vorne ist ein Schrein. Vielleicht gehe ich da mal kurz hin zum Speichern. Weil ich bin nämlich nicht sicher, falls wir bei dem Koloss sterben, ne? Ich meine, ich bin beim ersten Koloss auch gestorben und dann bin ich direkt wieder da gespawnt vor dem Koloss quasi, aber... Vielleicht weil es der erste war. Vielleicht muss es jetzt wirklich so, dass wenn man stirbt, dass man dann hier wieder respawnt. Weil hier heilt man ja seine Wunden. Und ich glaube, man speichert auch. Das ist so ein Autosave. Ich denke, wir müssen da lang, oder? Ja, da unten. Irgendwo. Okay. Hier bin ich beim ersten Mal lang gelaufen, als ich den... den Weg zu Gaius nicht gefunden habe. Da habe ich für einen Umweg gemacht. Da bin ich auch hier lang gelaufen, habe den Schrein entdeckt und dann irgendwie so vor dem Kreis gelaufen. Okay, hier geht schon mal so Stufen hoch. Das sieht schon mal gut aus. So. Wo kann man denn hier runter? Da ist irgendwas. Dieses Pferd ist merkwürdig. Okay. Jawohl. Okay, wir sind richtig. Musik klingt irgendwie ganz gut, so, ne? Aber es klingt ja meistens. Ich glaube, wir kommen hier mit dem Pferd nicht rüber, oder? Also da oben meine ich. Ne, ich gehe mal so rüber. Okay, hier können wir wieder hoch, wenn wir wollen. Ich nehme mal ein bisschen hoch, oder? Was habe ich hier? Okay. Option wäre noch runter zu gehen. Ich check das mal. Hier oben haben wir gar nichts, ne? Oh, hier oben haben wir überhaupt nichts. Da können wir... Können wir ein bisschen schwimmen. Also, das Ding soll ja unter einem See sein, ne? Warte mal, ich guck mal kurz genau, wo das ist. Kann ich irgendwie hier unten, ne? Okay, krass. Also direkt hier unten. Das heißt, hochgehen ist doof. Wahrscheinlich so für Screenshots und so weiter, für den Ausblick. Ich gehe mal runter jetzt. Was ist der Kehre, wenn du das irgendwie so 5 Minuten lang machst hier? Ups. Okay. Finde ich gut, dass er nicht automatisch runterfällt, weißt du? Das ist eigentlich ganz, ganz fair. Juhu, das sind wir hier unten. Und wo jetzt genau... Oh. Okay. Das ist eine Schlange, ne? Eine Wasserschlange. What? Oh nein, heißt das... Oh mein Gott, das ist nicht dein Ernst. Soll das so eine Art Zitteraal sein? Shit. Okay, auf jeden Fall sieht man jetzt, wo er ist, ne? Kann die Kamera, ich will... Boah, diese Kamera, ich möchte mal in mich umsehen, gucken. Warum? Ich hasse das. Warum macht man sowas? Das... Guck mal, ich will doch mal hier gucken. Nein, natürlich darf ich nicht. Oh, der Scheiße. Genau das gleiche wie eben. Ah, es ist...
Es ist scheiße einfach nur. Und jetzt. Kamera ist echt das größte Problem des Spiels. Okay, wir können hier drauf. Sieht schon imposant aus. Die Frage ist jetzt, wie können wir den... Also ich meine, ich kann ins Wasser springen, aber das... what? Was war das gerade für eine Kamera? Wir können ins Wasser springen, aber bringt mir das was? Also... wow, oh. Okay, der... Okay. Ich frage mich gerade echt, wie wir den... Was muss ich denn da machen? Da kann man auch noch hin, aber das bringt mir eigentlich auch nichts. Ich frage mich, ob man irgendwas mit diesen elektrischen Dingern da machen kann. Offensichtlich ist diese Plattform hier, die ist, glaube ich, wichtig. Okay, Dormin, wenn du es sagst, anzulocken, ja, geil. Und dann? Und dann? Man muss sie doch irgendwie festhalten. Hallo, hier bin ich. Hallo? Hallo? Also, wir können da nicht tauchen. Ich verstehe gerade nicht, wie man genau da drauf geht. Es sei denn, das ist nur bei einem Vogel, weißt du, der taucht dann auch und dann kann man sie irgendwie festhalten und so, aber... Okay, der hat mich gesehen, der hat mich gesehen. Shit, was mache ich denn jetzt? Der Schwanz. Ich habe nicht gesehen, ob da oben jetzt Fell war oder nicht. Okay, ich probiere es nochmal aus. Es kann sein, dass da oben an dem Schwanz Fell war. Ich habe was nicht gesehen. Ich habe nur die Unterseite gesehen. Und dass man sich da irgendwie dranhangeln muss. Und es kann natürlich sein, dass die Ausdaueranzeige dann wie so eine Art O2-Level funktioniert. Boah, der Kampf, der... Es scheint komisch, sein schwer zu sein. Komisch, weiß ich nicht. Merkwürdig. Okay. So, ich probiere das nochmal. Also wir können ja schlecht hier oben stehen, dann da frisst er uns ja. Hat er uns gesehen? Hier bin ich. Ich gucke immer auf die Augen, weißt du, wenn die rot werden, dann, dann macht er meist was. Bin ehrlich gesagt gerade nicht sicher. Kann ich sehen, ob der Schwanz irgendwie befällt ist. Behaart, wurde er gesagt. Befällt. Okay, komm her. Erfasst den Schwanz. Ja, genau. Das war mein Plan. Ich bin dir weit voraus, mein Lieber. Die Frage ist, können wir den einfach so anfassen oder nicht? Guck mal, wenn ich jetzt hier hinschwimme. Der ist ja weit unter uns, ne? Das geht nicht. Aber wieso sieht er mich denn nicht? Ich schwimme die ganze Zeit hier. Jetzt, oder? Jetzt hat er mich gesehen. Ich muss höllisch aufpassen hier. Warte mal. Hopp. Ah!
pass mal auf, ich werde das mal ein bisschen rausschneiden. Das kann noch sehr lange dauern hier. Wir sehen uns gleich wieder, wenn ich... Ja, wenn ich den Schwanz angefasst habe. Bis gleich. Okay. Wow, 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 wow. Okay. was macht er jetzt? Ich kann nichts machen hier. Okay, ich kann absolut nichts machen. Okay, der Kampf ist merkwürdig. Okay, man kann tauchen, man kann tauchen, man muss den nicht. Mit R2 kann man tauchen. Boah, wo ist denn bitte der Schwachpunkt dann? Geh den an, guck den an. Okay. Puh. Okay, 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 okay. Ich muss mal gucken, wo ich mich hier hinken kann. Da vorne hängt irgendwas dran, ne? Ich kann mich auch nicht ziehen, weißt du? Ich kann mich nicht nach vorne ziehen. Und wirklich tauchen kann ich auch nicht. Ich kann so ein bisschen untertauchen. Aber so wirklich tauchen kann ich nicht. Er hat mich gesehen. Shit. Okay. Der taucht gerade ein bisschen. Oh mein Gott. Boah, diese Dinger hier. Ah! Shit. Okay, der Fight ist richtig... Der ist ganz was anderes. Der ist ganz was anderes. Ich komme überhaupt nicht dran. Ich glaube, hier dauert es noch sehr, sehr lange, bis ich hier weiterkomme. Wir sehen uns dann gleich wieder. Okay, 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 okay. Mich festgehalten. Moment, Moment, Moment. Okay, ich kann mich nicht nach vorne ziehen. Vielleicht taucht er wieder auf. Okay. Okay, er bleibt erstmal unten. Ich habe noch O2. Das geht, also Ausdauer. Aha, aha, aha. Aha, okay. Das heißt, da muss ich immer wieder ein bisschen nach vorne tingeln. Okay, okay. Okay, der Domi meinte eben, wir sollen seine donnernden Hörner da kaputt hauen. Da, haben wir's. Okay, okay. Der erste ist kaputt, der erste ist kaputt. Ich halte mich fest. Okay, der nächste. Und go! Jawohl, der zweite kaputt. Boah, der Kampf ist schon geil. Der Kampf ist sehr geil. Okay, 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 okay. Noch einmal da oben. Ah! Shit, sorry. Okay, okay. Ah, oh, ich bin tot. Shit. Kacke. Jetzt kann ich ja mal probieren. Oh Gott. Okay, der Fight ist cool, aber er ist auch, muss man aufpassen. Ich würde sagen, wir sehen uns einfach wieder bei dem letzten Horn. Okay, ihr müsst auch gut schnell sein. Wenn du hier nicht schnell genug bist, dann hast du hier verkackt. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Okay, wir sind beim zweiten. Ich glaube, einmal habe ich noch. Oh, nee, 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 nee. Okay. Was passiert jetzt? Was jetzt? Da vorne am Kopf.
Scheiße! Nein, nein! Oh mein Gott! Komm, was? Hallo, hallo, hallo! Was macht denn der da? Der soll zuschlagen! Ja, geht nicht, geht nicht. Sorry, gar nicht, kann ich machen. Kann ich nicht machen. Der schlägt nicht zu. Okay, okay, okay. Okay, zweimal noch. Boah. Come on, come on, come on, come on, come on, come on. Vielleicht einmal noch, vielleicht nur einmal noch. Hoffentlich. Okay, okay. Und? Yeah. Boah, ich sag's euch, der Typ war der krasseste. Der Koloss war echt der krasseste von allen. Aber was für ein geiler Fight, oder? Allein dieses Konzept oder so, dass du ins Wasser musst, den anlocken, dann musst du an dem Schwanz und dann taucht er immer wieder auf und du musst schnell dann nach vorne sprinten, das ist... Das ist echt krass, das ist... Weiß ich nicht. Boah. Puh, okay. Komm, einen mach ich noch. Wann kommt diese schwarze Suppe? Ah. Boah. Erstes Mal gestorben. Weil ich ein bisschen zu nah an diesem elektrischen Ding dann war. Meine eigene Schuld. Ich glaube, wenn man ein bisschen aufpasst, kriegt man das ganze Game hin, ohne zu sterben. War ein bisschen blöd, aber wie gesagt, der Save Point war direkt hier vor. Das ist richtig, richtig fair. Kovisado um ihn rumstehen. Der war gut. Bin gespannt, wie sie das noch toppen wollen irgendwie. Ich weiß nicht. Die haben jetzt unter Wasser und in der Luft, also was anderes geht ja nicht mehr. Okay, what now? Der über die Wand kriecht, okay. Ja, boah, der war gut. Ich weiß noch nicht so. Ich meine, guck mal, immer wenn wir einen Koloss töten, ne, dann kommt diese schwarze Suppe in uns. Also, sagen wir mal, das ist die Seele des Koloss. Whatever, ja? Lebenskraft, keine Ahnung. Und offensichtlich geht die ja in uns über, ne? Und dann liegen wir am Ende hier, wo ich jetzt stehe. Und dann die ganzen anderen Kolosse, die wir schon getötet haben, die stehen um uns rum und gucken uns quasi an, so, ne? Das ist sehr merkwürdig. Das würde ja heißen, dass wir diese Lebenskraft des Koloss quasi gar nicht in uns behalten. Weil immer wenn wir einen neuen Koloss töten, stehen die anderen hier rum, weißt du? Dann stehen die anderen hier rum und gucken. Das ist sehr, sehr merkwürdig. Ich glaube, wie gesagt, dass der Dormin hier, der wird auf jeden Fall irgendwas hat andere Pläne. Auf jeden Fall werden wir, ich denke mal, wir werden auf jeden Fall sterben. Mono, ob die zurückkehrt, weiß ich auch nicht. Weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Ich bin mal gespannt, ne? Also irgendwas hat der Dormin halt vor. Der braucht die 16 Seelen von den Kolossen. Und vielleicht braucht er ja Mono so als Wessel, so als, weißt du, so als Körper dafür. Wo dann am Ende alle Seelen transferiert werden von uns, die wir eingesogen haben, keiner, weißt du? Und dann kommt der Dormin halt und kann die Person hier übernehmen, aber ja, irgendwie vielleicht so, keine Ahnung. Game ist immer noch super, super gut, macht mir von Mal zu Mal noch mehr Spaß. Also ich kann nicht glauben, dass ich hier zwei oder drei Konsolengenerationen gebraucht habe, um das Game mal zu spielen. Und ja, ich bin mal gespannt, wie es
wie es weitergeht. Wir haben jetzt 7, oder? 7 Kolosse haben wir jetzt getötet. Fehlen also noch 9. 16 gab es, ne? 16? Ja. Fehlen noch 9. Und ich würde sagen, wir sehen uns einfach nächstes Mal wieder bei Shadow of the Colossus.